Küchen 2018 im Möbelzentrum Großräschen. Premium-Küchen für einen Küchenkauf mit bestem Gewissen, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Ihre Vorteile: Aufmaß vor Ort, 3D-Planung, Wunschliefertermin und Montage und Installation aller Geräte. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Bei Kauf einer neuen Küche erhalten Sie einen AEG-Geschirrspüler geschenkt. Noch bis zum 12. Mai mit 50% Aktionsrabatt. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Jetzt berufsbegleitend Sozialpädagogik und Management studieren. Bereits nach 2 Jahren einen international anerkannten Hochschulabschluss und die staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge erhalten. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher oder Heilerziehungspfleger. Jetzt informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie. Telefon Hoyerswerda 20 90 65 oder im Netz unter zusag.de. Sozialpädagoge. Ein Beruf mit Zukunft. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zur Drehscheibe Lausitz am 30. April. Wir hoffen, Sie konnten das schöne Wetter am Wochenende genießen und sind gut in die neue kurze Woche gestartet. Wir beginnen unsere Sendung mit Meldungen aus der Region. An diesem Wochenende ist der offizielle Startschuss für die Saison im Lausitzer Seenland gefallen. Bürgermeister der Region Spree-Neiße, Landrat Harald Altekrüger und die erste Beigeordnete des Landkreises Bautzen, Birgit Weber, waren dazu beim ersten Segelclub Hartwitzer See zu Gast. Betont wurde das Potenzial der Region als Tourismusziel. Allerdings befinde man sich noch auf einer Baustelle. Auch wenn es mancherorts nicht mehr so sichtbar ist, sei weiterhin Geduld gefragt. So Elsterheide Bürgermeister Dietmar Korak. Die Chefin des Tourismusverbandes Katrin Winkler äußerte zum Saisonstart 2019 bereits einen Wunsch, den Barbara-Kanal endlich offen zu sehen. Das Wetter zum Saisonstart war traumhaft und so nutzten es die Sportler am Hartwitzer See natürlich gleich zum Ansegeln. Höhepunkt in diesem Jahr dürfte für den Verein das Ausrichten der deutschen Meisterschaften in der Ypsilon-Klasse sein. In der gesamten Region gab es über das Wochenende zahlreiche Schnupperangebote, aber auch kostenlose Radtouren und freie Eintritte in diverse Einrichtungen. Die Seenlandtage fanden in diesem Jahr zum 5. Mal statt. Entstanden sind sie aus den einstigen Besuchertagen der LMBV. Das Unternehmen stellte damals die aktuellen Sanierungsstände vor. Jetzt kann man sehen, wie die touristischen Angebote wachsen. In der Hoyerswerda-Brechtstraße ist wie angekündigt mit dem Abriss eines Wohnblocks begonnen worden. Das Areal soll im Anschluss verschönert werden und auch Parkplätze für die angrenzenden Häuser gebaut werden. Die Wohnungsgesellschaft wird in diesem Jahr noch ein weiteres Gebäude, die Herderstraße 14 bis 16, zurückbauen. In Königsbrück ist ein Mann tot auf der Straße gefunden worden. Wie die Polizei heute mitgeteilt hat, hätten Angehörige den 46-Jährigen am frühen Samstagmorgen auf dem sogenannten Badweg gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Anzeichen für eine Straftat wären nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei bisher nicht ersichtlich. Ob eine gesundheitliche Ursache vorlag, soll eine Obduktion klären. Mit 2,9 Promille war ein Rentner am Sonntag in Hoyerswerda unterwegs. Der 66-Jährige prallte im Kreisverkehr in der Bautzener Allee gegen einen Betonpoller.
Nach dem Crash stieg er aus und flüchtete. Eine alarmierte Streife traf den Mann zu Hause an und ließ ihn pusten. Am Samstagnachmittag gab es am Scheibesee einen Waldbrand. Laut Polizei stand etwa ein Hektar in Flammen. Die Brandursache ist unklar. Ein Experte soll sie ermitteln. Insgesamt waren 8 Fahrzeuge der umliegenden Feuerwehren zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 17.30 Uhr. Ein betrunkener Mann hat am Sonntagmorgen im Kamenzer Ortsteil Gelenau einen Unfall verursacht. Auf der Hauptstraße verlor der 28-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und landete in einem Zaun. Ein Alkoholtest zeigte 1,7 Promille. Die Schadenshöhe wird mit rund 10.000 Euro angegeben. Ein Motorradfahrer ist am Sonntag zwischen Putzkau und Bischofswerda tödlich verunglückt. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und fuhr gegen eine Leitplanke. Dabei erlitt der 53-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Die Urlaubssaison steht so langsam aber sicher vor der Tür. Neben den klassischen Zielen verstecken sich in dieser Saison auch wieder einige Geheimtipps. Dafür muss man auch nicht immer so weit fliegen. Egal ob Ballermann, die Türkei oder doch einfach nur der Urlaub in den eigenen vier Wänden, die zuletzt sommerlichen Temperaturen ließen viele Sachsen schon in Urlaubsstimmung kommen. Alljährlich stellt sich die schwierige Frage nach dem Reiseziel. Wir haben die Sachsen mal gefragt, wo sie denn am liebsten Urlaub machen und haben einige nützliche Tipps bekommen. Dadurch, dass ich erstens mal Studentin bin und dadurch die Kasse nicht so voll ist, was Geld betrifft, und ich jetzt 2 Jahre in Brasilien war, werde ich dieses Jahr vermutlich in Deutschland bleiben und hier in Leipzig den Sommer genießen, also hier an den Seen, oder hier kann man ja auch schön in Osteuropa relativ günstig, zum Beispiel Slowenien, würde ich gern hingehen. Na, da bin ich ja schon das ganze Jahr über. Man muss auch mal die eigene vier Wände verlassen können. Also ich mache gerade mein Abi und danach mache ich halt 3 Monate Pause wahrscheinlich. Und dann fahre ich auch unter anderem nach Kanada. Ich bleibe meistens in Deutschland. Gefällt mir am besten. Und gibt es hier noch zu sehen, ne? Also ich fahre dieses Jahr im Sommer mit einer Freundin nach Schottland. Wir machen einen Roadtrip zu den Seen und danach fahre ich noch mit meinem Freund in Balkan. Roadtrip durch den Balkan, über Wien, nach Rumänien. Und ja, das ist auch mein Tipp, dass man halt sich selber ein bisschen beweglich macht, wenn man ein Auto hat und dann einfach guckt, der Straße entlang, was es so Schönes gibt. Um das Fernweh zu stillen, werden oft weder Kosten noch Mühen gescheut. Wo man fernab von Deutschland zwischen Strand und Palmen dennoch Urlaub für den kleinen Geldbeutel machen kann, weiß André Bachmann aus dem Reisebüro Bachmann. Die Türkei ist zurück, das ist, glaube ich, die größte Nachricht. Ansonsten gibt es Trends, die schon abzusehen waren in den letzten Jahren. Der eine ist ja ein Trend Richtung Premium, Richtung Luxus, sich was gönnen. Ein Trend, den es auch schon seit Jahren gibt und der sich auch weiter verstärkt, sind Kreuzfahrten, also egal ob das Flussreisen sind oder halt Hochseekreuzfahrten. Neben den entfernten Zielen im Süden sind auch immer öfter Ziele innerhalb Deutschlands gefragt. So zieht es die Menschen vor allem in die ländlichen Regionen oder an das kühle Nass. Tatsächlich ist es Mecklenburg-Vorpommern, da zieht es die meisten hin, also direkt an die Ostsee oder an die Mecklenburger Seenplatte. Und ansonsten ist in Deutschland gleich danach Bayern nach wie vor die Nummer 1. Und auch wir im Reisebüro spüren, dass das halt Autoreisen viel als Städtereise oder auch eigene Anreise mit dem Zug oder mit dem Flixbus oder je nachdem, wie man das mag. Aber tatsächlich sind es halt die interessanten Städte wie München, Berlin als größte Städte, das Reiseziel, und Hamburg mit den Musicals zum Beispiel. Aber wie gesagt, traditionell die Ostsee lockt am meisten und dann kommen halt schon Bayern mit den Bergen. Egal ob nun per Flieger, mit dem eigenen Pkw oder doch auf dem Kreuzfahrtschiff, Hauptsache jeder findet auf seine Art die richtige Entspannung. Wir sind gleich wieder für Sie da. Dann meldet sich meine Kollegin Janine Wendt aus dem Hoyerswerda Zentralpark.
Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Noch auf ein Bier? Nicht. Oder schick essen? Pille vergessen. Nicht. Doch. Simsalabim. Kind Nummer 4. Nicht zu glauben, Schatz, das ist ja herrlich. Neue Kutsche? Nicht. Neue Rutsche? Nicht. Neue Räume? Nicht. Ich träume? Nicht. Doch. Mach ich einfach? Nicht. Brauch ich aber? Entscheiden ist einfach. Nicht. Doch. Weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Liebe Zuschauer, Sie hören es, Entspannung pur, und das können Sie auch erleben an diesem Samstag. Die Musikschule wird sich hier im Zentralpark nämlich präsentieren. Deshalb jetzt an meiner Seite Leiter David Brandt. Was werden denn die Besucher hier erwarten können? Ja, also wir werden auf jeden Fall ein tolles Konzert hier präsentieren, Open Air auf dieser Wiese. Sie hören hier schon im Hintergrund die ersten Klänge. Das sind Schüler bzw. Lehrer der Musikschule. Paul Behnz und Philipp Seidel am Saxophon und an der Gitarre. Und wir haben ganz viele andere Ensembles unserer Musikschule, aber auch andere Institutionen der Stadt gewinnen können, dass das Ganze so eine Art Frühlings-Volksfest-Charakter bekommt. Also wir haben die Zooschule mit dabei, die Kinder- und Jugendfarm ist mit dabei, wir haben eine Hüpfburg von den Lebensräumen und wir haben ein großes Festzelt. Sambesi, das Zoo-Restaurant, ist auch dabei, sorgt für die leibliche Unterstützung. Und ja, bringen Sie Ihre Picknickdecken mit, Ihre ganze Familie, und nutzen Sie diesen Platz. Wir müssen natürlich hoffen, dass das Wetter mitspielt, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Können wir noch mal ganz kurz aufs Musikalische kommen? Welche Musikrichtungen werden denn hier sozusagen bedient? Ja, also wir hatten ja letztes Jahr das Ganze unter dem Thema Big Band, Spring and Swing. Das wird dieses Jahr nicht ganz so eingeschränkt sein, sondern wir geben wirklich allen Ensembles und Bands unserer Musikschule die Möglichkeit, sich hier zu präsentieren. Und haben ein Schulorchester des Foucault-Gymnasiums mit dabei, was Filmmusik spielen wird. Wir haben aber auch ein Klarinettenquartett dabei, was Jazz präsentieren wird. Die Jungs hier hinter mir, die Eigenkompositionen spielen werden. Juventa Musica, ein Gitarrenensemble mit klassischen Werken und viele, viele andere Überraschungen auch noch. Überraschung klingt ja immer gut. Im vergangenen Jahr gab es einen Instrumenten-Flohmarkt. Wird es ihn dieses Jahr auch wieder geben? Den Instrumenten-Flohmarkt wird es dieses Jahr nicht geben, aber wir haben dieses Jahr die Möglichkeit für alle interessierten Besucher, ob klein und groß, alt oder jung, verschiedene Instrumente quasi als kleinen Tag der offenen Tür in der Musikschule zu probieren. Da haben wir Blasinstrumente, Holzblas- und Blechblasinstrumente, und da wird auch ein kleiner Teppich ausgerollt sein, wo die Besucher dann direkt vom Festzelt in die Musikschule wandern können und Instrumente testen können. Wird er rot sein? Ich denke schon. Kommen wir nochmal ganz zurück. Es ist eine Veranstaltung, die zu den 75 Veranstaltungen im 750-Jährigen gehört. Ist das so ein bisschen Auszeichnung? Ich denke schon, dass uns das auszeichnet. Wir haben ja auch viel Platz zur Verfügung. Sie sehen ja die Wiese. Und die wollen wir auch ausreichend bespielen. Haben uns deshalb einige Institutionen mit eingeladen. Und ja, kommen Sie einfach und beleben Sie diese Wiese. Ich kann dazu nur anregen. Also wir können nur den Rahmen bilden, aber die Leute müssen natürlich hierher kommen und das Ganze zu einem tollen Event machen. Herr Brandt, ich danke für die Beantwortung der Fragen. Und liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Samstag 15 Uhr geht's los. Decke schnappen und genießen. Hallo und willkommen zurück, liebe Zuschauer. Es geht direkt weiter mit Nachrichten, kurz und kompakt zusammengefasst. Im Hoyerswerda Schloss ist am Sonntag eine neue Ausstellung eröffnet worden. Unter dem Titel Ins Schloss geholt zeigt das Museum Werke des fast vergessenen Hoyerswerda Künstlers Ernst Janicki. Anlässlich seines 60. Todestages erinnert die Gesellschaft für Heimatkunde an das Schaffen des Malers. Die in mehreren Themen gestaltete Schau zeigt zahlreiche Gemälde, ob Historien der Stadt oder überregionale Motive. Zu sehen gibt es hier eine ganze Menge.
knapp 600 Besucher und damit einen neuen Rekord konnte die diesjährige Klöppel-Ausstellung im Caroline-Rietschel-Haus in Gersdorf verbuchen. Zum bereits vierten Mal gastierte in den Räumen Marlies lustige Klöppelgruppe mit einer Auswahl ihrer Fertigkeiten. Kleidung, Tischdecken und Schmuck waren unter anderem an den letzten vier Wochenenden dort zu sehen. Das ist Pelargonium cultivars Pack Chocolate Cherry, Sachsens Balkonpflanze des Jahres 2018. Das Schokoladenmädchen ist eine aufrecht wachsende Pelargonie mit kirschkorallenfarbenen Blüten. Auch sie wurde am Wochenende in der Gärtnerei Witte in der Hoyerswerder Altstadt bei den Tagen der offenen Tür vorgestellt. Viele Gartenfreunde nutzten die Gelegenheit, sich mit frischem Grün für Garten und Balkon einzudecken, aber auch um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Dazu gab es bei Problemen wichtige Tipps der Profis, die sich viel Zeit nahmen, auch zu den Themen Grabpflege und Gestaltung. Mehr als 300 verschiedene Pflanzenarten sind in der Gärtnerei Witte in der Senftenberger Vorstadt zu haben. Besonders spezialisiert hat man sich hier auf Pelargonien, von denen allein 75 verschiedene Arten im Angebot sind. Auch schon traditionell gab es am Wochenende dazu Kaffee und Kuchen für alle, die früh aufgebrochen waren. Die Abgabefrist für Förderanträge innerhalb des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien läuft. Bis zum 15. Juni können sich Antragsteller um Gelder für Projekte bewerben. Die Zuschüsse können in mehreren Sparten, unter anderem der Heimatpflege, Musikförderung, Bildenden Kunst und Soziokultur beantragt werden. Die Kontaktdaten sowie Förderrichtlinien sind im Internet unter www.kulturraum-oberlausitz.de zu finden. In Kamenz wird am 12. Mai zum Frühjahrsputz aufgerufen. Anregungen und Putzaktionen sollten bei den kommunalen Diensten Kamenz angemeldet werden. Hier wird die gesamte Aktion koordiniert. Ein Vorschlag ist übrigens der Robert-Koch-Platz, der gereinigt und verschönert werden soll. Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 4. Mai telefonisch unter 03578 377 160 melden. Ab dem Schuljahr 2018-2019 können sich junge Leute zum Kaufmann oder zur Kauffrau im E-Commerce ausbilden lassen. In Sachsen bereiten sich derzeit drei berufliche Schulen auf den Start der neuen Ausbildung vor. Laut Prognose des Handelsverbandes Deutschland erwartet der Internethandel ein jährliches Umsatzplus von ca. 10%. Die Einführung des neuen Berufsbildes sei auf die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt zurückzuführen und Folge auf Initiative des Handelsverbandes, informiert das Sächsische Kultusministerium. Die Berufsausbildung dauert in der Regel 3 Jahre und wird mit einer gestreckten Abschlussprüfung beendet. In den ersten beiden Maiwochen ist die HEMA-Blutspendestation in Hoyerswerda geschlossen. Grund dafür ist eine technische Umstellung sowie der Feiertag am 10. Mai. Freiwillige sind wieder am Donnerstag, den 17. Mai, wie gewohnt von 14 bis 19 Uhr gern gesehen. Die Sportergebnisse vom Wochenende gibt es nach einer weiteren kurzen Unterbrechung bei uns in der Sendung. Bleiben Sie dran. Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Willkommen noch einmal zurück. Wie angekündigt, jetzt die Sportmeldungen vom Wochenende für Sie. Spiel, Satz und Sieg, hieß es am Samstag auf der Tennisanlage in Hoyerswerda am Jahnstadion. Der Verein hatte zum Saisonauftakt zu einem Schnuppertag eingeladen, um sich, den Sport und die tolle Anlage vorzustellen.
Derzeit sind 50 Mitglieder dabei und jagen in ihrer Freizeit den Filzball über die Asche. Aktiv wird in der Bezirksliga Dresden aufgeschlagen. Da gibt es am 6. Mai und am 24. Juni Heimspiele, die sich Interessierte hier in Hoyerswerda ansehen können. Trainiert wird dienstags und donnerstags Nachmittag sowie Samstag Vormittag. Leute, die Gefallen an dem vielseitigen Sport gefunden haben, können sich jederzeit melden. Zur Himmelfahrt am 10. Mai gibt es hier unter dem Motto Finde dich einen weiteren Schnuppertag für alle. Zum letzten Auswärtsspiel der Saison reiste die erste Frauenmannschaft des SC Hoyerswerda am Sonntag zum Tabellenschlusslicht BSV Sachsen Zwickau 2. Personell deutlich reduziert mit nur 7 Feldspielerinnen, 2 davon nicht einmal aus dem Stammkader, liefen die Hoyerswerderinnen auf. Trotzdem gelang mit 25:26 ein knapper Sieg. Wichtige 2 Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. In der mitteldeutschen Oberliga stehen die Mädels auf Platz 9. Am nächsten Samstag erwarten die Mannschaft und die Fangemeinde noch einmal ein Highlight zum Saisonabschluss. Das letzte Spiel wird das Derby gegen den SV Coweg Görlitz. Anwurf in der Halle des Berufsschulzentrums in Hoyerswerda ist bereits um 17 Uhr. Der BFV 08 ist zurück in der Erfolgsspur. Nach 2 Spielen ohne Sieg konnte man beim Schlusslicht in Merseburg am Sonntag endlich wieder 3 Punkte einfahren. Nach einer starken Anfangsphase erzielte Tom Grellmann den wichtigen Führungstreffer. In der zweiten Hälfte sorgte BFV-Torjäger Frank Zille mit seinem 14. Saisontreffer für die Entscheidung. 2:0 hieß es am Ende für die Bischofswerda, die damit weiterhin an der Spitze der Tabelle stehen. Ebenfalls auswärts musste Einheit Kamenz am Samstag antreten. Beim Tabellen-12. SV Schott Jena konnten die Lessingstädter jedoch wieder nur eine 2:1 Niederlage hinnehmen. Den Ehrentreffer für Einheit versenkte Karl-Christoph Labisch in der 33. Minute. Mit Platz 15 in der Oberliga Süd sieht es aktuell nach Abstieg aus. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Am 30. April 1964 öffneten sich erstmals die Pforten des Jugendclubhauses Ossi in Hoyerswerda. Damals gegründet als Kreiskulturhaus. 1967 wurde der Club in der Hermannstraße nach dem sowjetischen Autor Nikolai Ostrowski benannt. Er schrieb unter anderem, wie der Stahl gehärtet wurde. Gerhard Gundermann und die Brigade Feuerstein hatten hier ihren Anlaufpunkt und ab den 80er Jahren wurde in einem nicht mehr vorhandenen Anbau die erste Kleinkunstbühne der Stadt etabliert. Von den einst zahlreichen Veranstaltungen für fast jede Altersgruppe steht jetzt die Jugend- und Sozialarbeit im Fokus des Hauses. Das Ossi wurde am 30. Juni 2005 offiziell an die RAA übergeben. Somit befindet sich auch der letzte städtische Club in freier Trägerschaft. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Am Mittwoch ist wieder Klöppeltreff beim Kulturbund in der Langen Straße in der Hoyerswerda Altstadt. Er beginnt um 9.30 Uhr. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda gibt es am Mittwoch ab 13 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe. Um 14 Uhr werden gesunde Snacks selber zubereitet. Ab 15 Uhr kann in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder am Plotterstübchen der AWO in der Münzerstraße 26. Es öffnet um 13.30 Uhr. In der VBH-Arena kann ab 19 Uhr Freizeitvolleyball gespielt werden. Zum Clubnachmittag lädt der Spätleseverein am Mittwoch in die Boilerbahn Hoyerswerda ein. Er beginnt um 14 Uhr. Sie können am Mittwoch in Laubusch Blut spenden von 14 bis 18 Uhr im Kulturhaus in Laubusch. Im Natz in Hoyerswerda am Markt können am Mittwoch ab 15 Uhr Kinder in der AG Elektronik basteln. Geöffnet hat auch die Kreativwerkstatt. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda startet am Mittwoch um 15.30 Uhr ein Tanzworkshop innerhalb des FAW-Projektes Akzeptanz. Innerhalb der Hoyerswerda Musikfesttage gibt es am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Schlosssaal die nächste Veranstaltung. Nordbetont heißt es bei musikalisch skandinavischer Weite und Lebensfreude. Es erklingen Werke nordischer Komponisten von Sibelius, Grieg, aber zum Beispiel auch von ABBA. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz ist am Mittwoch Spielenachmittag, Start 16 Uhr. Und ins Kino, ins Cinemotion in Hoyerswerda, wird am Mittwoch zum Kino für Kenner eingeladen. Ab 17.15 Uhr läuft die Dokumentation Unsere Erde Teil 2.
Nachts leicht bewölkt oder klar bei Tiefstwerten um 10 Grad. Am Dienstag, am Feiertag, heiter bis wolkig und weitgehend trocken bei allerdings höchstens nur noch 19 Grad. Es weht ein teils frischer Wind mit starken Böen. Am Mittwoch recht freundlich, allerdings gibt es auch eine Menge Wolken bei nur noch 17 Grad. Am Donnerstag und Freitag neben Sonne zeitweise wolkiger und einzelne Schauer, dabei leichter Temperaturanstieg. Es wird mit Höchstwerten um 20 Grad mäßig warm. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen entspannten Abend und einen schönen Feiertag. Bis Mittwoch. Tschüss.